Ja, hallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute eine Mail mit so vielen Querverweisen, aber ich würde es mal unter das Thema fassen. Kann ich mit einer ganz schwierigen Kindheit, kann ich da einen gesunden Partner anziehen? Ja, gut, schauen wir mal rein. Wenn du auch solche Nachrichten schreiben willst, machst du es über ein Formular auf liebeschipp.de. Da findest du auch meine Kurse rund um alle möglichen Liebesthemen und Ängste und Selbstliebe und hast du nicht gesehen. Ja, und wenn ihr noch mehr über insbesondere über Dating lesen wollt, kauft mein Buch, der Liebescode. So, hallo Christian, deine Kurse sind wirklich toll. Danke dafür. Ich habe vor 8 Jahren großes Glück gehabt, an eine Therapeutin zu geraten, die sich in Amerika hat ausbilden lassen zu den Themen Co-Abhängigkeit, Liebessucht etc. und auch in spiritueller Therapie. Ja, das ist hier, ich finde es auch echt schade, dass es hier in Deutschland so wenig, aber hier sind auch halt auch immer alle, ja, also vor allen Dingen seitdem es das Psychotherapeutengesetz gibt, ist es natürlich alles sehr Mainstream, wobei man jetzt gegen Verhaltenstherapie und so auch, also man kann jetzt, was hier gelehrt wird in Deutschland, kann man nichts gegen sagen, es ist nur. Bestimmte Themen kommen meiner Ansicht nach zu kurz. Ich habe bei dieser Frau so viel gelernt und bin ihr auch von ganzem Herzen dankbar. Ich besuchte von ihr initiierte Gruppen, die sich mit den Themen Co-Abhängigkeit und Süchten befassen. Hier habe ich das meiste erlernt. Ich stamme aus einer Alkoholikerfamilie und habe lange die Rolle des schwarzen Schafes gespielt. Da ich kein Opfer bin, brach ich den Kontakt zu meiner Familie voreilig ab, da ich als Symptomträger benutzt wurde. Mein Leben war gut. Ich habe studiert, hatte Freundinnen. Meine Familie tat jedoch so, als wäre ich komisch, um ja, die eigenen Themen zu verdecken. Das Ganze ist jetzt 10 Jahre her. Nach dem Kontaktabbruch begann ich die Therapie bei der besagten Therapeutin. Sie motivierte mich, meine Mutter einzuladen, eine Stunde mit mir zu teilen. Was folgte, veränderte unsere ganze Familiendynamik. Meine Mutter gab zu, dass mein Vater trank. Mein Vater wurde tatsächlich trocken. Oh, das ist echt, glaube ich, nicht so häufig, dass das so. Okay. Also ich wollte einfach mal so ein paar Anmerkungen machen. Wenn jemand eine Sucht aufgibt, ist es natürlich absolut großartig. Ja, aber es ist natürlich immer noch also heißt es nicht, dass so andere Themen aufgearbeitet sind, auch Themen rund um Pluspol, Minuspol-Themen in Partnerschaften, also häufig werden die auch überdeckt von Drogen. Also wenn ihr jetzt Partner habt, der Droge aufgibt, super, aber das heißt nicht unbedingt, dass sich das Beziehungsmuster dann automatisch mitändert. Ne? So, seitdem besuchte ich Al-Anon-Gruppen, das hat jetzt nichts zu tun mit QAnon und Verschwörungstheorien oder was auch immer, sondern das sind ja, Gruppen für die, also Gruppen, die nach diesem 12-Schritte-Prinzip arbeiten, was echt eine coole Sache ist, finde ich. Das kann man wirklich durchaus empfehlen und das sind Gruppen für Angehörige von Alkoholikern, meine ich. Und ich gebe dir recht, die Gruppe muss gesund sein. Ich habe Gruppen erlebt, in denen nur gejammert wurde. Die habe ich schnell wieder verlassen. Ich übe mich sehr darin, meinen Glanz aufzubauen und mein Leben positiv, sprich nice geil, zu gestalten. Und meine Ehe habe ich im Dezember verlassen und bin glücklich über diesen Schritt. Natürlich war mein Partner auch Alkoholikerkind. Die Egos streiten und die Seelen lieben sich in dieser Beziehung. Was für ein schöner Satz. Also, den finde ich wirklich großartig. Weil, das könnte man glaube ich auch über viele Beziehungen sagen, es sind häufig diese Egos, die so am Steuer sitzen, die das so schwierig machen. Und die Egos wollen natürlich auch nur uns schützen, ne? Vor weiteren Verletzungen irgendwie. Aber wenn man das halt nicht im Blick hat, dann schützen und schützen und schützen die Egos, aber zerstören dabei halt weitere Beziehungen, ne? So, aber ein schöner Satz. Vielleicht sollte ich das Video auch so nennen. Mal gucken.
Wir haben uns gejagt, mal war ich Opfer, mal Täterin und umgekehrt. Ja, also zumindest ist offensichtlich viel über dich nachgedacht. Mein Ex-Mann ist zudem etwas egozentrisch angehaucht, aber egal. Ich habe die letzten Jahre in dieser Ehe allein mit meinem Sohn verbracht. Oder ich habe mich allein gefühlt. Eins habe ich aus der damaligen Therapie mitgenommen. Menschen aus dysfunktionalen Beziehungen können ihr Leben nicht genießen. Ihnen darf es nicht gut gehen. Sie machen Situationen kaputt. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das 100%... Also erstmal kann man das natürlich alles angehen. Und bearbeiten. Und wir können uns immer umprogrammieren. Es ist vielleicht mühsam, aber es geht immer. Ne? Und die Möglichkeiten wachsen auch, glaube ich, in diesen heutigen Zeiten. Schon den Eindruck, dass es auch schneller gehen kann als früher vielleicht. Weil einfach auch, ja, es gibt viel mehr Informationen. Das Energieniveau hier steigt immer mehr. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und es gibt durchaus Leute, die extrem dysfunktional sind und trotzdem, glaube ich, sagen würden, sie genießen ihr Leben. Also da würden, glaube ich, schon so ein paar anfangen. Aber gut, könnt ihr mal zu kommentieren, was ihr so meint. Aber dass dann durch diese Dysfunktionalitätssituationen kaputt gemacht werden, ja, das macht so sein. Aber weiß nicht, ist das ja auch egal, scheinbar, ich weiß es nicht. Sie können Schönes nicht aushalten. Ja, da ist natürlich viel Wahres dran. Ja. Weil wenn es schön wird, dann ja, da könnte man wieder verletzt werden, dann muss halt wieder die Mauern hochgefahren werden. Ne? So, ich denke, ohne eine Konfession zu besitzen, Gott hat uns das Leben geschenkt, um glücklich zu sein, und das möchte ich meinem Sohn weitergeben. Ja, also genau, Gott, Universum, ja, wir sind hier um. Ja, also ich glaube nicht, dass wir sind, um immer nur zu leiden. Also natürlich durch Leiden tritt Entwicklung ein, das ist auch wichtig. Also alles hat sein, nichts ist umsonst hier, ne? Alles hat seinen Platz. Aber letzten Endes sollte schon, also wir dürfen und sollen hier glücklich sein in diesem Leben, ne? Ja. Es darf einem gut gehen, man darf genießen und es darf leicht sein ohne Drama. Ja, muss man nur. Also da wollte ich auch nochmal wieder drüber machen, denke ich, ein bisschen Drama ist natürlich immer so eine Sache, ne? Das ist, gibt ja diese Dramasucht, also auch eine Sucht irgendwie, wie man so will. Also, wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, im Drama sind dann halt diese ganze Hormone aktiv und es gibt auch immer so einen schrägen Genuss in dieser Toxizität, die unsere Psyche und unser Körper dann abliefert. Nur, das erfreut die Seele eigentlich so, ne? Und man selber tut häufig viel dazu, dass es im Drama bleibt. Man sind nicht nur die anderen, ne? So. Gut, mein Mann konnte dies leider nicht und ist aus jeder erdenklichen guten Situation ausgebrochen mit Ignorieren, Manipulation, Geschrei. Okay. Als Kind aus dysfunktionalen Beziehungen lernst du einfach nicht im Moment zu sein, weil dieser als Kind oft so unerträglich war. Ja. Also erstmal, ja, das, ja, auch ein schöner Satz. Also ich meine erstmal, das ist auch wieder das Ego, weil das Ego ist nie im Moment. Das Ego ist immer in der Vergangenheit und unter Umständen, ja, weiß ich nicht, analysiert diese Vergangenheit sehnsuchtsvoll oder ist immer in der Zukunft. Was könnte jetzt passieren, was könnte wieder, wann tritt dies ein, wann tritt jenes ein? Wann hört Corona auf, keine Ahnung, was da gerade alles kursiert, wann passiert dies, wann passiert jenes, ja, aber es ist nicht im Moment, ne? Also es ist nicht hier und jetzt. Und ja, und wenn man viel Schlimmes erlebt hat, das stärkt natürlich auch so eine Art das Ego, ne? Weil das Ego hat, es hat ja so Leibwächterfunktion so für uns, ne? Und ja, und das Ego, ja, wenn das so stark ist und an der Front ist und immer schützen will, ist man nicht im Moment, ne? Aber ehrlich gesagt, das im Moment sein fällt vielen Menschen, den meisten Menschen schwer, einfach weil bei den meisten Menschen das Ego im Fahrersitz sitzt und man sagt, das Ego ist nichts Böses, sondern sollen, dürfen das lieben, nur denke, es kommt so langsam die Zeit, wo
ja, das Herz, das freie Bewusstsein im Fahrersitz sitzen sollte. Und das ist eben nicht so von Angst gebeutelt. So. Und das möchte, das Herz und auch das Bewusstsein sowieso, möchte ja logischerweise im Hier und Jetzt sein. So, ne? Ja, das geht dann auch eins ins andere über. So, nach meiner Ehe habe ich mir einen Partner gewünscht und ich bin mir sicher, dass ich ihn wieder in mein Leben gezogen habe. Ja, wir manifestieren uns, unsere Welt ist so. Finde ich manchmal auch gruselig. Also ein schöner Gedanke, manchmal auch gruselig. Aber ja, vor 8 Jahren haben wir uns auf einer Party gesehen und es funkte sofort. Damals war mir doch klar, dass es Liebessucht. Diese Anziehung war und ist hier doch unbeschreiblich schön und leidvoll zugleich. Ja, das ist Schmerzkörper. Wie gesagt, ich kann nochmal sagen, wenn eure Seele oder wer auch immer das noch möchte, nochmal durch diese, also durch diese ganze Toxizität durchzugehen und Achterbahn, macht es so oft ihr wollt, aber wie gesagt, macht es bewusst und akzeptiert die Konsequenzen dann irgendwie. Und man soll sich immer wieder klar machen, dass dieses mega vertraute Gefühl eben das Gefühl ist, was ihr auch in der Kindheit, es erinnert euch immer an eure Kindheit und deswegen ist es so mega vertraut und so viel Chemie und ja, wie gesagt, seid erwachsen, schaut, was ihr macht, übernehmt Verantwortung und aber wenn ihr noch nicht genug habt davon, also und was ich immer wieder lehre ist, es ist alles Schwingung, es ist alles Anziehung, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Ne? Also wir ziehen Partner an. Ja, mit unserer Schwingung. Und wenn ich jetzt einen Narzissten anziehe, dann heißt das nicht, dass ich selber narzisstisch bin, sondern ich kann eine ähnliche Schwingung haben von Bedürftigkeit oder ich habe eben genau die gegensätzliche Schwingung in Co-Abhängigkeit und dann matcht das eben. Ja, das sage ich ja immer wieder. Aber wenn du vor 8 Jahren mit deinem Bewusstsein vor 8 Jahren einen Mann gut fandest und jetzt hast du 8 Jahre Entwicklung hinter dir und du triffst dich wieder mit dem. Also wie der jetzt passen kann, ist mir erstmal schleierhaft. Also es sei denn, ja, dieser Mensch hat jetzt auch viel an sich gearbeitet, nur wenn man mal in einem toxischen Paar war und beide arbeiten ganz viel an sich, insbesondere außerhalb der Beziehung. Wäre das schon ein ziemlicher Zufall, wenn dann trotzdem die Schwingungen wieder genauso passen, dass man wieder zusammenkommt und das ist alles fein. Also in der Regel spult man das alte Programm ab. Das ist wie wenn ihr 20-jähriges Abiturtreffen habt und ihr habt euch 20 Jahre weiterentwickelt und ihr geht auf diese Abi-Party und fühlt euch wieder wie mit 18. Ne? Also mit den gleichen Unsicherheiten und ihr findet die gleichen Leute toll, die ihr damals toll fandet oder nicht toll fandet und es ist genauso wie da. Ne? Und ja, als die gleichen Leute sind. Ne? Und das Gehirn wieder aktiviert wird. Also ich bin kein Freund davon, so Sachen wieder aufzuwärmen, insbesondere wenn sie toxisch waren und 8 Jahre her sind. Aber wenn einer von euch ein Beispiel hat, dass es gut gegangen ist, schreibt hier drunter, gerne. So, deshalb sollte man immer die Sucht nach Leid an die höhere Macht abgeben. Ja, völlig richtig, das ist, also wer das nicht kennt, das ist bei diesem 12-Schritte-Programm Schritt 1. Und ich finde das großartig. Also ich finde, die benutzen eine andere Sprache in diesem 12-Schritte-Programm. Aber ich finde es großartig, dass das eigentlich, dass man sagt, okay, ich schaffe nicht mit meinem, was ich gerade zur Verfügung habe, schaffe das nicht und ich bitte das Universum, höhere Macht, whatever, es kann auch dein höheres Selbst, also was auch immer du da meinst, bitte ich um Hilfe. Wunderbar. Ne? Gut, für Liebessüchte finde ich das enorm wichtig. Ja, ich glaube, das ist eigentlich für alle wichtig, aber egal. Die Sucht nach devoten und mächtigen Verhalten. Ja, das ist das Ego. Ne? Ego möchte immer herrschen. Wenn es so völlig aus dem Ruder läuft, herrschen oder beherrscht werden. Das Täter-Opfer-Spiel. Also, das ist, oder manche, die, also spirituell nennt man das 3D, das ist die 3D-Welt, ne? Täter-Opfer-Welt, Hauen und Stechen. Und ja, für die, die es interessiert, also in dieser spirituellen
Richtung, sagt man ja, okay, sind wir so am Anfang von 4D, also immer schon weiterentwickelt und irgendwann, wenn die Welt mal in 5D kommt und wir in 5D kommen, dann ist alles, dann regiert das Herz und das wird alles total anders und ja, freuen wir uns drauf, auch das können wir uns manifestieren zusammen mit der Erde und aber egal, oder auch nicht egal, momentan sind wir halt da, wo wir sind, aber das ist diese 3D-Welt, Täter-Opfer-Welt, Hauen- und Stechen-Welt, wie du schreibst, Devot oder Macht. Und nochmal, wer von euch das noch möchte oder das tageweise noch möchte, also seid freie Menschen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Also ich würde es immer respektvoll machen und obwohl das schon schwierig wird mit diesem Thema. Und es niemandem überstülpen, aber ja. Gibt auf einer hohen Ebene gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. Ne? Das ist, ja. Oder vielleicht gibt es, es gibt sicherlich lichtvollere und weniger lichtvolle Wege, aber auch das sollte man nicht werten. So, ne? Weil letztlich sind wir alle gleich, alle Menschen sind, also so auf, letztlich sind wir alle, ist keiner mehr wert oder weniger wert als der andere. Ne? So, was nicht heißt, dass man mit jedem jetzt sein Leben verbringen wird. Also auf jeden Fall habe ich damals die Affäre mit ihm nicht begonnen. Ich bin dann nach da, egal. Ja, also weil dir das zu so toxisch war, glaube ich, und dann kam auch eine andere Beziehung. Auf jeden Fall habe ich diesen besagten Mann schon wieder getroffen, nachdem ich mir einen Partner mit zwei Kindern gewünscht hatte, der frei ist. Ja, also sprich, du hast dir das jetzt, was ich ja gut finde, so selber manifestiert sozusagen, ne? Ins Leben gezogen. Hat funktioniert nach dem Buch von Kurt Tepperwein, was immer du willst, kenne ich nicht, aber wenn ihr euch das interessiert, ist auch in meinem Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben drin, solche Themen. Das ist schon wieder so lang, ne? Na, egal. Ja, was du vielleicht nicht in das Manifestationsbuch geschrieben hast, ist, dass er nicht toxisch sein soll. Ich weiß es nicht. Also passt auf, was ihr euch wünscht. Wirklich. Das ist auch immer, ich weiß es ja auch in dem Kurs Spiritualität und das ganze Leben drin, die Frage, wenn du mal auf diese letzte toxische Beziehung guckst, hast du dir das wirklich nicht gewünscht? Hast du dir das wirklich nicht gewünscht, diesen Bad Guy, diese Bad Woman zu daten? Wolltest du nicht vielleicht Achterbahn haben? Wolltest du nicht vielleicht. Also man sollte schon mal überlegen, was man sich wünscht. Gerade in den heutigen Zeiten. Ne? So, es folgte Lovebombing von seiner Seite, Future Faking von seiner Seite, meine Verlustangst drängte ihn in die Bindungsangst oder umgekehrt. Ja, es ist alles, schwingt sich alles miteinander ein. Ne? Es ist alles in Beziehung zu. Man kann Bindungsangst, Verlustangst kann man eigentlich immer nur in Verbindung zu einem anderen Menschen wirklich beschreiben, so richtig. Vor 4 Wochen habe ich den Kontakt abgebrochen, daher nach einem wunderschönen Sonntag mit Ich liebe dich, etc., 2 Stunden später, die SMS schickt dir, dass er noch sehr unter dem Schmerz seiner Ex leidet. Am nächsten Tag ging es dann weiter, er wusste nicht, ob er so eine feste Beziehung wollte, aber ich wäre seit 8 Jahren seine Traumfrau. Also, wirklich. Ja, ich hätte gerne Erdbeereis, aber es soll nicht nach Erdbeer schmecken. Ich hätte gerne Erdbeereis, aber das soll bitte warm gemacht werden. Gut, ich meine, letztlich kann es natürlich immer sein, dass jemand sagt, ich möchte einfach grundsätzlich keine feste Beziehung haben. Aber ich vermute mal, so wie ich das jetzt hier verstehe, ja, dass diese Sätze nicht so richtig zueinander passen. Ne? Ich habe ihm geschrieben, dass ich jemanden brauche, der verbindlich ist, ja, und der ordentlich kommuniziert, das vor allen Dingen. Ne? Und dessen Gemütszustände nicht permanent wechseln. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie du das gesagt hast. Es ist halt immer wichtig, dass wenn ihr sowas sagt, dass ihr das nicht auch in so einem Ärger sagt. Ne? Weil wenn ihr es in so einem Ärger sagt und bekommt Ärger zurück, dann darf man sich auch nicht wundern.
Ich empfehle immer, eigene Spielfläche sauber halten, ist total ruhig und glaube, das passt jetzt nicht so gut, weil ich brauche das und das. Ne? Gut, danach wurde er gemein und meinte, er hätte immer die Verliebtheit zu seiner Ex im Kopf, bla bla. Da warst du noch, du warst doch 8 Jahre seine Traumfrau. Ja, das ist jetzt Ego bei ihm. Ne? Das hast du ihn gekränkt und jetzt wird zurückgeschossen. Das ist genau, was ich meine. Er würde in der Corona-Zeit gar nicht an mich denken. Ach, nett. Da dachte ich, er hat 8 Jahre nicht gedacht. Also einfach fies. Am Anfang der Beziehung hat er alles getan. Er hat mir erst die falsche Nummer gegeben, da hat er die richtige versucht rauszukriegen. Ja, das, in dem Moment hat er das ja auch gefühlt. Also wie gesagt, auch Leute, die vielleicht manchmal sich fies und gemein verhalten, können sich verlieben. Das ist die Frage, ob die dann Beziehung können, aber die können sich verlieben. Also auch du lagst auf seinem Liebeschip. Ja. So, also alles dramatisch und viel Adrenalin. Ja, Adrenalin! Der Sex war super! Ja, wenigstens das klar. Nun frage ich mich aber, müsste es nicht auf körperlicher Ebene mehr passieren, um nicht wieder so einen Partner anzuziehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, kann man sowas über Traumatherapie etc. machen? Ja, du kannst alles Mögliche machen. Ich kann jetzt nicht sagen, was du meinst, was für dich richtig ist. Also, aber ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, ich weiß nicht, welche Kurse du schon von mir gemacht hast, aber eigentlich müsstest du auch vielleicht, also wenn du Modul 1 gemacht hast, solltest du eigentlich überlegen, ist das wirklich eine gute Idee, jemand, dem ich damals schon toxisch war, den dann nochmal zu daten, so, ne? Weil es ist immer die Frage, muss man das jetzt alles so tiefenpsychologisch aufbröseln oder kann ich nicht einfach ganz stumpf mal gucken, tut dieser Mensch mir gut? Was sagt mein Bauchgefühl? Was macht er hier? Hält Versprechen nicht ein, darf man Future Faking? Weiß ich nicht, will keine Beziehung. Was steht auf meiner Standard-Dealbreaker-Liste? Ich will eine Beziehung. Ich will Stabilität, bla bla bla. Tut mir leid, nochmal ein Gespräch suchen. Passt nicht. Next. Muss man da jetzt tiefenpsychologisch alles? Also mein Weg, den ich Vorschlag ist ein anderer, der ist wirklich, natürlich geht er auch in die Tiefe. Und ihr könnt auch, also ich will es auch gar nicht sagen, dass es nicht andere Wege gibt, überhaupt nicht, mach Traumatherapie. Aber du hast diese Entscheidung getroffen, diesen Mann zu daten. Und vielleicht triffst du dann nächstes Mal jetzt eine andere Entscheidung so, ne? Und hörst nicht so auf inneres Kind und Ego. Und das ist, ist auch überhaupt nicht schlimm jetzt. Es ist offensichtlich viel an dir gearbeitet und es gibt immer ein Next Level. Ne? Das ist jetzt dein Next Level, nur da, also an der Stelle würde ich jetzt glaube ich nicht viel drüber nachdenken, würde einfach sagen, ja, okay, alte Sache nochmal angegangen, und wenn das vielleicht vor 8 Jahren schon nicht gepasst hat. So, das Leben in der Genesung ist nicht dramatisch, manchmal etwas langweilig, aber gesund. Ja, das ist immer das Problem, ist man bereit, das Drama aufzugeben, ne? Wir sind Schöpfer unserer Realität und das ist toll. Ja, halte ich doch daran erstmal, ne? Danke nochmal für deine Arbeit, sie ist einfach grandios und genauso was möchte ich unterstützen, sie hat mich in den letzten Wochen getragen. Besonders toll finde ich, dass du den spirituellen Aspekt noch mehr betrachtest. Bedenkt man doch, dass dysfunktionale Familienmuster generationsübergreifend arbeiten und einem Energie rauben. Das ist ein Gedankenmuster. Ja, das kann so sein, aber wenn du dieses Muster weiter bespielst, schaffst du auch da eine Realität. Du kannst dir jetzt auch sagen, hey, nee, für mich gilt das nicht mehr. Da keine Lust mehr zu. Ich habe keine Lust, dass dieses dysfunktionale generationsübergreifende Familienmuster spiele ich nicht mehr mit. Mach nicht mehr, ist mir egal. Ist halt generationsübergreifend bei meiner Generation Schluss. Zack. Das ist nicht leicht, aber wenn es in deinem Kopf sollte der Anfang sein, dass du sagst, nee, für mich gilt diese Regel nicht. So, also ja, das ist schwierig, aber es muss, in deinem Kopf muss es anfangen, dass du sagst, es kann anders sein. So, und das jetzt zum geplanten Titel des Videos. Ja, könnte jemand Besonderes anziehen, wenn sich eure Schwingung entsprechend geändert hat. Und wenn es noch nicht ist, dann gibt es eben noch ein Next Level und auch in einer, dann vielleicht auch in einer ersten richtig gesunden Beziehung, glaubt man nicht, dass es da keine Themen gibt, dann gibt es vielleicht Kommunikationsthemen oder ich weiß nicht was. Da gibt es andere Themen, es geht immer weiter, bis ihr im Grab liegt. So, ne? Und deswegen
keine Hetze, sich nicht abwerten auf der Stufe, wo man gerade steht. Es gibt genug Stufen, es gibt immer eine nächste Stufe. Aber ja, in dem Moment, also es geht alles in deinem Inneren. Wenn du dein Inneres so verändert hast, durch welche Maßnahmen auch immer, ich biete diese Kurse an, aber man kriegt auch zusätzlich Traumatherapie, ich weiß nicht was, macht das. Sobald die Schwingung genug geändert ist und du mutig Schnauze voll hast von Drama, wird sich was anderes tun. So funktioniert das mit Energie und Schwingung. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.